Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem ersten GTA-Projekt. Ich habe es versprochen, nach LEGO City Undercover kommt direkt das nächste Open-World-Spiel. Und es ist chronologisch richtig gesehen GTA 3. Schon klar, dass es GTA 1 und 2 auch gibt, aber GTA 3, denke ich, wollt ihr viel mehr sehen. Und deswegen möchten wir uns heute mit GTA 3 beschäftigen. Und da bin ich heiß drauf. Habe ich auch bestimmt schon jahrelang nicht mehr gespielt. Das Spiel kam 2001 raus, ja, damals noch für PlayStation, 2002 dann später erst für den PC. Und es hat die Spielewelt revolutioniert. Und da bin ich sehr gespannt, was ich hier mit euch erleben werde. Das Spiel ist so angelehnt an die Gangsterfilmklassiker wie Der Pate oder Scarface. Und ja, wir schlüpfen in die Rolle von Claude. Das erfahren wir zwar eigentlich erst in GTA San Andreas, aber ich denke mal, erfahrene GTA-Fans wie ihr werdet das selbstverständlich schon wissen. Ja, zu Beginn des Spiels werden wir jetzt eine Bank ausrauben. Und zwar mit unserer Freundin Catalina. Und was da so passiert, das sehen wir jetzt hier in diesem fabelhaften GTA 3 Let's Play. So, jetzt müssen wir auf Platten klicken. Los geht's! Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Und so starten wir in die Welt von GTA 3. Wir sind hier in Liberty City, das ist eine angelehnte Stadt an New York, hat drei Inseln und wir befinden uns hier gerade auf der ersten. Und eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, ey, ohne Witz, Daumen runter für Catalina, diese dreckige Fotze, unsere Freundin, die uns verrät, damit sie mit dem ganzen Cash alleine abhauen kann. Das kann ich aber natürlich nicht sagen, denn wir wollen das Video hoffentlich nicht schlecht bewerten. Deswegen würde ich sagen, Daumen hoch für Claude, der jetzt hier Rache nehmen will an seiner Freundin Catalina, nämlich darum geht es nämlich. Claude will Rache. Ja, ein Charakter, der nicht spricht. Unglaublich, oder? Ja, der einzige Charakter hier, der in GTA nicht spricht. Und ja, es funktioniert trotzdem. Ich würde sagen, ihr lasst euch da einfach überraschen. Und ja, wir sind jetzt hier endlich in GTA 3. Der Mann hinten, der da sitzt, ist 8-Ball, mit dem wir jetzt hier zusammen geflüchtet sind. Und der kennt sich hier Gott sei Dank in Liberty City ganz gut aus.
und weiß direkt ein Versteck, wo wir uns verstecken können, wo wir untertauchen können nach diesem Anschlag. Ich meine, der war ja gar nicht für uns geplant. Die wollten jemand ganz anderen befreien und wir haben nur die Chance ergriffen und sind selbstverständlich jetzt auch geflüchtet. Und ja, jetzt wollen wir erstmal ins Versteck gehen. Das ist hier im Rotlichtbezirk, im Rotlichtviertel. Da ist es auch schon. Und mal sehen, was 8Ball jetzt hier zu sagen hat. Vielleicht sollte man noch genau anhalten. Ist leider nicht so wie in den anderen Spielen, wo es dann automatisch vorbei ist. Genau, das macht auf jeden Fall mal Sinn, dass wir uns hier neue Klamotten besorgen, damit wir nicht aussehen, wie als wären wir eben gerade aus dem Gefängnis geflüchtet. Und so, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. 8Ball hat sich die Hände irgendwie kaputt gemacht. Vielleicht verbrannt oder so. So, und der 8Ball, wie gesagt, der hat hier gleich direkt mal Bekanntschaften und er kennt einen namens Luigi, der uns jetzt ein bisschen helfen soll. Der ist Gott sei Dank direkt hier um die Ecke, also statten wir mal einen Besuch ab. Luigi's Girl. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Das sieht so ein bisschen aus wie Will Smith, der Türsteher. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Na, und so kommen wir direkt zu unserem ersten Auftrag. Während 8Ball hier gerade mit dem Chef beschäftigt ist, ja, also mit Luigi, hat einer seiner Leute uns den Auftrag gegeben, ein Mädchen abzuholen. Und selbstverständlich müssen wir von diesem Mädchen die Finger lassen. Das ist ja, sind ja deren Mädchen. Dieses Mädchen ist Misty. Und die wollen wir hier selbstverständlich mal abholen. Und ja, weil ich hier gerade jemanden überfahren habe. Tja, die ist direkt wieder weg. Okay, auch nicht schlecht. Wir spielen GTA 3 selbstverständlich uncut, ja? Also, wir können hier Geld von den Passanten nehmen, es wird Blut geben, alles am Start. Also, nicht verzagen, hier gibt's alles zu sehen. So, und das ist Misty. Ja, lass dir Zeit. Hallo Misty. So, und wir sollen sie selbstverständlich sofort wieder zu Luigi bringen. Ja, hier gleich um die Ecke, muss nur eine andere Straße fahren. Hier gibt es nämlich gerade keinen Weg, der mich da durchbringt. Oh Mann, ach, ich hab GTA 3 lange nicht mehr gespielt. Ein großartiges Game, ich habe es direkt damals, als es rauskam, gespielt. Ich kannte GTA 2. Und das muss ich leider schon wieder leise sein. Ach komm. Ja, und da haben wir direkt die erste Mission erfüllt. Ich würde auch gerne $1,500 bekommen für irgendwelche Kutschierereien von um die Ecke zu um die Ecke quasi. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, ich hatte damals GTA 2 gespielt und ja, war begeistert von dem Spiel eigentlich. Und dann irgendwann habe ich die so Spielezeitschriften gelesen und hatte von GTA 3 erfahren. Und es war klar, das muss der absolute Hammer werden und ich habe es mir damals besorgen lassen. Ja, ich war damals ja auch noch weit unter 18 und ja, hab das Spiel geliebt. Ich hab's absolut gesuchtet und hab damals die erste Mission nie geschafft, die letzte Mission nie geschafft. Es war mir immer verwehrt, ich fand die unglaublich schwierig und ich hab das Spiel nie durchgespielt. Das habe ich auch erst Jahre später nachgeholt. Also irgendwann habe ich es dann doch mal gemacht, aber erst Jahre später, als ich halt dann doch schon erwachsener war, als es mir nicht mehr ganz so schwer gefallen ist, wobei die letzte Mission wirklich, es hat wirklich in sich. Und dann, ja, ich habe es aber nie auf 100% gespielt und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Nachdem ich LEGO City Undercover zu 100% gespielt habe, habe ich mir vorgenommen, ich möchte jedes meiner Lieblings-Open-World-Spiele mit euch zusammen
auf 100% spielen. Ich fahre jetzt mal kurz so ran, damit die Leute hier fahren können. Ja, ich bin ja braver Bürger, ne? Ich möchte jedes Spiel zu 100% mit euch spielen, das mir jetzt hier so viel Freude bereitet. Und GTA 3 ist dies auch, was bestimmt ziemlich schwierig ist, weil man damals noch nicht so viele Möglichkeiten hatte, wie ein Jetpack oder sowas, das einem das ein bisschen erleichtert. Ja, aber ich habe auf jeden Fall viel vor. Ich denke, ihr werdet selber wissen, die legendären Päckchen, die man sammeln muss, oder die Monster-Stunts, die man machen kann. Ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Ich werde mir wahrscheinlich mal einen so einen Part, eine halbe Stunde gönnen, wo ich einfach mal ein bisschen was sammle, wie zum Beispiel die Päckchen oder auf der Suche nach Monster-Stunts bin. Ich meine, wir können ja nur in dieser Insel im Moment arbeiten. Vielleicht machen wir das irgendwie mal zum Jubiläum-Part, Part 10, wo ich dann eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine ganze Stunde versuche, irgendwelche Sachen zu sammeln. Und ja, ich kenne mich noch so ein bisschen aus, so ein paar kleine Sachen kenne ich noch, aber weiß natürlich auch nicht mehr aus, wenn ich werde sicherlich auch ein bisschen Hilfe brauchen von Lösungen, weil ansonsten ist es ja nicht zu schaffen alleine. Und jetzt muss ich dann nur noch gescheit rauf, das war damals auch nicht ganz so einfach. Ja, so, jetzt da haben wir unser erstes Päckchen, seht ihr das, das sind die versteckten Päckchen. Und da haben wir jetzt absolut unser erstes Päckchen gefunden, gibt ein bisschen Geld. Und in 10er Schritten kriegt man dann Belohnungen und ich glaube direkt da hinten war auch noch eins, ne? Hier irgendwo müsste ich der Meinung sein, dass hier auch noch irgendwo eins versteckt war. Nicht? Doch, bin mir ziemlich sicher, dass hier eins war. Ah, da haben wir es. Seht ihr es? Zack. Und das wäre Päckchen Nummer 2. Ich sammle die jetzt einfach mal auf. Ich habe hier so eine kleine Liste stehen, wo ich mir jetzt markiere, was ich habe. Weil ansonsten, wenn du einmal was vergisst, dann suchst du dich dumm und dämlich und fährst auch sehr lange. Deswegen werde ich mir das nebenbei mitschreiben, was ich habe und was nicht. Ich glaube, ich zeige euch am besten auch noch einen Monster-Stunt. Ich möchte euch nämlich im ersten Part so viel wie möglich zeigen, damit ihr wisst, für die Leute, die es tatsächlich nicht kennen, was euch hier erwartet. Kann ja sein, dass es auch hier jüngere Zuschauer gibt, die vielleicht sogar nur GTA 4 kennen oder sowas, was damals alles so möglich war. Und direkt hier müsste irgendwo ein Monster-Stunt sein. Das ist ein bisschen schwierig, weil hier so viele Bäume sind. Ich sehe nicht, da ist er! Ja! Oh, das glaube ich reicht nicht. Der war ziemlich langsam. Wir müssen den landen, ansonsten zählt es nicht. Ja, oder wir sind einfach zu langsam. Das war dann auch nicht so das Wahre. Andere Möglichkeit ist, dass ich jetzt einfach mal von der Richtung komme. Ich fahre da einfach mal rückwärts an. Ach, das muss ich eigentlich gar nicht, weil da ist jetzt nichts Besonderes. Ich denke, von der Seite ist es einfacher, weil hier nicht so viele Bäume im Weg sind. So, dann wollen wir es mal schaffen. Ich hoffe, unsere Karre geht nicht kaputt bei dem Sprung. Wir müssen nämlich, glaube ich, müssen wir über die Brücke? Ich glaube schon, ne? Ja. Da müssen wir nicht diesen Fahndungsstern einsammeln. Ja, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Den Fahndungsstern brauchen wir natürlich jetzt gerade selbstverständlich nicht. Aber der Monster-Stunt wird sitzen. Der kommt perfekt. Und das ist der Monster-Stunt-Belohnung. $5000 direkt bekommen. Und was für eine Landung. Ja, ich habe den ziemlich perfekt genommen. Und ja, es gibt, glaube ich, 20 auf jeder Insel. Also 60 insgesamt. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu erledigen. Aber hauptsächlich möchte ich mich jetzt erstmal um die Hauptstory kümmern. Wir werden das genauso machen wie in Lego City Undercover. Wir werden die Hauptstory spielen, nebenbei mal ein bisschen so Nebenmissionen machen. Eben so Päckchen sammeln und eben richtige Nebenmissionen gibt es ja auch noch. Aber wir werden auf jeden Fall mal die Hauptstory durchspielen und dann zusammen versuchen, die 100% zu erreichen. Und deswegen machen wir direkt weiter mit der nächsten Mission. Wenn ich jetzt mal richtig stehen würde, muss ich da jetzt aussteigen, ehrlich. Tatsache. Kein Spank für die Ladies. Hello, Smith. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ja, nachdem wir den ersten Auftrag für Luigi erledigt haben, hat er so ein bisschen Vertrauen in uns gewonnen und vertraut uns jetzt diese Mission an. Nimm den Schläger. Ah, hier ist ein Baseballschläger. Unsere erste Waffe jetzt hier im Spiel. Damit können wir so zuschlagen. Huah! Und ja, wie man halt so einen Baseballschläger benutzt, ne? Ja, und irgendein Typ, man lacht ja. Ich kann hier nicht mehr einsteigen, weil es hier zu eng ist. Da muss ich mir irgendeine andere Karre holen. Was haben wir denn hier so im Angebot? Hallo? Irgendwelche Autos? Nein, Laster wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ach komm, gib mir deine Karre einfach. Die ist okay. Ist eine Altherrenkarre, aber das ist mir jetzt auch egal. Ach, der Manner. Der Typ, der will mich fertig machen. Ach, eiskalt. Nee, den mach ich jetzt nicht kaputt. Ich nehme einfach das Auto. Noch ein alter Sack. Komm, aber jetzt leckt mich einfach am Arsch. So, Esperanto. Den mache ich eigentlich gar nicht so, den Wagen, aber egal. Wir fahren das einfach mal.
Ja, kein Spank für die Ladies, da denkt man immer so, oh, schön auf den Arsch klatschen, ne? Aber nein, 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 Spank ist eine Droge hier in Liberty City. Und die wird Luigi's Girls verabreicht. So, jetzt habe ich ihn umgefahren, jetzt müsste man eigentlich sehen, dass er tot ist. Ja, ihr seht Blut, ich kann auch noch draufschlagen, das sehen die Bullen im Übrigen aber gar nicht gern. Oh, oh, jetzt habe ich mir hier so ein bisschen Ärger eingehandelt. Ja, ich laufe jetzt erst einmal weg, kann man nämlich mit dem Baseballschläger nicht. Muss jetzt hier einmal im Kreis laufen, damit ich wieder zu meiner Karre rennen kann und dann... Aber wir haben leider so gut wie gar keine Ausdauer. Ja, und die Passanten lassen nämlich auch Geld in der Uncut-Version. So, ich hau jetzt ab. Da drüben gibt es hier eh so ein Fahndungssternteil. Das ist wohl einer der bekanntesten. So, jetzt ist der Fahndungsstern wieder weg, das heißt, die Bullen jagen uns jetzt nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt für die, die alle Lego City mitgeguckt haben. Da war mir der Gute, jetzt mehr der Böse. Und deswegen... Ja, muss man hier ein bisschen aufpassen vor den Bullen. Ja, also Spank wird den Ladies ja verabreicht. Irgendeine Droge hier in Liberty City. Und wir sollen den Typen, der das macht, mal eine Lektion verpassen. Da stehen die beiden. Da verkauft schon wieder was, der Assi. Kriegst du erstmal eine drauf hier. Und ich hau dich kaputt. Oh, jetzt habe ich die Ladies auch... Gott, habe ich die Lady jetzt auch kaputt gemacht? Gut, ich habe eine von Luigi's Girls gerade erledigt. Aber das ist mir jetzt auch völlig egal. Ja, das kann man im Übrigen in der Cut-Version auch nicht, dass man auf die Leute, die am Boden liegen, noch einschlägt. Deswegen auch hier ein weiteres Extra. Und hier ist noch ein Monster-Stunt. Das ist ein bisschen gewagt, den jetzt mit dem Auto zu nehmen, dass wir eigentlich das missionsbedingt ist. Oh, oh, bitte schaffen wir es, bitte schaffen wir es. Ja, es sieht gut aus. Nein! Nein, nicht auf dem Rücken landen. Nein, komm, noch ein Dreh, noch mal. Ja! Puh, Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. So, diese Dinger können wir nur einsammeln, wenn wir aussteigen. Das sind Herzen, also die füllen Leben auf. Ja, das war jetzt ein bisschen riskant. Das ist ein Monster-Stunt, den machen wir aber, glaube ich, mit einem anderen, etwas schnelleren Wagen. Und vor allem mit einem Wagen, der nicht missionsbedingt ist. Denn ich möchte mir hier meinen Wagen nicht sofort kaputt fahren. So, wir müssen zu Paint and Spray. Da kann man Wagen reparieren, außerhalb von seiner eigenen Garage. Und außerdem kann man ihn dort eine andere Farbe verpassen. Das hilft nicht nur, dass der Wagen anders und schöner aussieht, sondern vor allem, dass sein Fahndungslevel sinkt. Also man kann ja entweder die Buttons da einsammeln, also die Symbole, die ja einfach so auf den Straßen rumliegen. Oder man fährt eben hier zu diesem Paint and Spray. Und wenn man das erledigt hat, dann verfolgen einen die Bullen auch nicht mehr, weil sie quasi das Auto, das mit dem du geflüchtet bist, mit dem du gesucht wirst, nicht mehr kennen. So. Wow, jetzt hatte ich hier gerade einen mega Grafikfehler. Weiß nicht, ob ich den auch gesehen habe. So, und der Paint and Spray war hier um die Ecke. Genau, der geht hier auf. Normalerweise kostet das was. Für uns wird es hier heute umsonst sein. Genau. $1000 kostet es eigentlich. Alter, ich dachte so 100. Aber diesmal kostet es uns nichts, weil es halt eben missionsbedingt ist. So, der Wagen ist jetzt halt eine andere Farbe. Der Kerl ist tot. Und Luigi kriegt jetzt gleich einen neuen Wagen. Wir stellen den nämlich in die Garage. Von Luigi schauen wir mal, ob wir das möglichst heile hinkriegen. Nicht, dass es jetzt irgendwie wichtig wäre, also wir würden auch so unser Geld kriegen. Manchmal gibt es auch Missionen, wo man dann weniger Geld kriegt, wenn der Wagen etwas beschädigt ist. Boah, das ist ein seltener Wagen, den würde ich am liebsten mitnehmen, aber dann können wir leider nirgends parken. So, und hier ist Luigis Garage, da fahren wir jetzt schnell rein. So, ein scharfes S gab es nicht, deswegen haben sie ein B benutzt. Trauben, wir sind Trauben. Und kriegen mal wieder $4000 dazu. Und damit haben wir direkt für den Anfang mal so $12000. Das kann sich doch mal sehen lassen. So, wir schnappen uns mal jetzt hier diesen lustigen Wagen. Der ist nur leider abgesperrt, auch von der anderen Seite. Manchmal sind die auf der anderen Seite dann nämlich offen. In dem Fall leider nicht. Es gibt auch noch Nebenmissionen wie den legendären Notarzt, die Feuerwehr, selbst Bürgerwehr. Also man kann selbst in die Rolle des Cops springen. Und die sind aber meistens ziemlich schwierig. Und dauern auch etwas länger. Man kann auch Taxifahrten machen. Wer kennt es nicht, mach 100 Taxifahrten und dann kriegst du ein spezielles Taxi als Belohnung. Also es gibt dann auch selbstverständlich immer Belohnungen. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier so riesen Schlaglöcher, aber gut gemacht. Außerdem gibt es vier verschiedene, ja, ich sag mal, Banden hier. Zum Beispiel das kolumbianische Kartell, die Triaden, die Yakuzas oder selbstverständlich auch die gefürchtete Mafia. Das sind die vier. Im Übrigen hier, weil ihr hier eine Schanze seht und ihr sagt, ey, das ist auch ein Monster, dann macht den gleich. Nein, das ist keiner, das weiß ich noch. Das hier ist kein Monster, dann man hat da nämlich viel zu wenig Anlauf, um den zu schaffen. Man kommt da irgendwie nur schneller raus. So, ich werde jetzt ganz frech mal diesen Wagen hier parken. Ich möchte nämlich einen zur Sicherheit in der Garage haben.
speichern noch schnell, einfach nur weil es hier schnell geht. Das geht nämlich hier recht fix. Damals auf der PlayStation hat das sehr viel länger gedauert. Aber Gott sei Dank hat man ja mittlerweile SSD-Karten. Und da geht sowas ratzeputz hier quasi, ne? So, stopp, anhalten. Ich brauche deinen Wagen. Ich möchte mich nämlich direkt mit der nächsten Mission von Luigi beschäftigen. Ach ja, es gibt noch ganz viele Nebenmissionen. Zum Beispiel seltene Autos finden. Und mit Spielzeugautos, Bandfahrzeuge zerstören. Es gibt so viel. Wir werden hier eine Menge Spaß haben. Ich hoffe, ihr werdet hier genauso spannend, gespannt dabei sein. Wie auch bei... Alter, was willst denn du hier? Was willst denn du? Du kriegst überhaupt gar keinen mehr hoch. Komm, verpiss dich hier. Hau ab. Boah, der schlägt zurück. Der Bastard schlägt zurück. Mal High Kick und reintreten. So, einfach reingetreten. Dann sind die meisten sofort tot. Ja, du nicht. So. Und weiter geht's. Misty und der Mafioso. Also Mick, nicht Will. The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Aber wir kriegen jetzt eine ganz heiße Mission. Wir sollen Misty zum Sohn des Mafia-Bosses bringen, zu Joey. Und ja, jetzt müssen wir ins Gebiet der Diablo fahren. Das ist eine eigentlich sehr geile Gang. Hat auch sehr geile Autos, sind nur leider unsere Feinde. Das ist das Problem. Das ist nämlich dieses Gebiet hier. Und ja, jetzt holen wir einfach mal Misty ab. So mit so einer absoluten Schrottkarre. So, jetzt müssen wir gleich hupen, Achtung. Hup, hup. Und da kommt die Misty, Miss Chillig. Miss, ich habe alle Zeit der Welt. Hauptsache mit dem Arsch wackeln. Genau, Luigi hat uns nämlich ein bisschen Vertrauen geschenkt, denn er braucht unbedingt einen guten Fahrer und den werden wir ihm bestimmt liefern. So, wir fahren Misty jetzt zu Joey. Dem Sohn des Mafia-Bosses. Also ein ganz hohes Tier. Mit dem ist garantiert nicht zu spaßen. Wir sollten den Mann nicht enttäuschen und Misty in einem Stück hier zu ihm bringen. Aber Gott sei Dank kann ich doch recht gut hier noch in GTA fahren. Bisher zumindest. Sieht also nicht ganz so wild aus. So, der Mann hat hier hinten seine Garage. Und da bringen wir die Misty einfach mal hin. Joey's Auto Painting. Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Ja, so geht das ganz schnell. Luigi hat uns gleich weiterempfohlen. Wir kriegen $1000. Und so haben wir die Möglichkeit, direkt mit Joey in Kontakt zu kommen. Jetzt kriegen wir einen Anruf. Nein, wir kriegen keinen Anruf, weil wir haben nämlich noch gar kein Handy. Damals hatte man noch kein Handy. Irgendwo hier war eine Telefonmission. Man muss einfach nur dem Klingeln folgen. So, es wird leiser, deswegen ist hier schon mal nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo das war. Da, da ist das Telefon. Guck mal. Der Abkocher. The name is Chox, Marty Chox. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Tja, und das ist jetzt zum Beispiel eine der Nebenmissionen. Einfach eine so, die man mitten in der Stadt findet, ohne Anzeichen auf irgendwelche Hinweise, außer eben das Telefonklingeln. Und das ist eben jetzt hier unsere erste Nebenmission. Muss ich da jetzt erst rein? Ah ja. Und ja, einfach so, wir nehmen ein Telefongespräch an und kriegen den Auftrag, hier uns um einen Banker zu kümmern. So, da muss ich, glaube ich, erst rein. Darf ich das überhaupt?
Ah, wird hier extra aufgemacht. Das ist dann auch ein, naja, wildfremder Mann, der uns mal eben vertraut, ne? So, und diesen Wagen hier hinten sollen wir uns nehmen, um den Banker abzuholen. So, treffen wir uns mit dem Bankier. Mit dem Bankier. Bin ich jetzt sehr gespannt. An sowas zum Beispiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Sowas habe ich damals nie wirklich gemacht. Bin mal sehr gespannt, mit was für einem Argument wir den da reinbringen. Weil ich glaube, dass der Banker... Warum sollte der da einfach mitgehen? Warum sollte er sich vor allem mit dem treffen, den er die ganze Zeit verarscht? So, da ist der Banker. Drehen wir uns mal hin. So. Mal sehen, was er für ihn hat. Wir sind hier in Chinatown, sehr gefährlich. Ah, okay, ne, da scheint er doch Bescheid zu wissen. Ich glaube nur, dass der gute Mann hier von seiner Metzgerei ein bisschen sauer ist und dem jetzt mal ordentlich eine auswischen will für das, dass er ihm hier die ganze Zeit Geld abluchst. So. Du wirst gleich dein blaues Wunder erleben. Ich muss hier rein, Leute. Danke. So. Na, dann schauen wir doch mal. Ob der dann noch lebend rauskommt? Autsch. Und schon ist der gute Mann Matsch. So, fahr das Auto zur Schrottpresse, um Beweise zu vernichten. Ja, ganz einfach. Man kann nämlich hier auch Autos quasi entsorgen. Denn so werden die Bullen... Aua. So werden die Bullen garantiert nicht nachweisen können, was mit diesem Banker passiert ist. Ja, der gute Mann hat ihn einfach zermatscht, einfach kaputt gemacht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eben noch, den Wagen zur Schrottpresse zu fahren, damit keiner nachweisen kann, was hier passiert ist. Das wollen wir jetzt hier noch erledigen. Die ist, glaube ich, ziemlich am Ende der Stadt. Oh, geht doch mal auf zur Seite. Ich darf den Wagen jetzt leider nicht zu Schrott fahren, sonst ist das hier vorbei. Da hinten sehen wir schon den Kran. Der Kran fährt das nämlich dann hier einfach. Wo ist denn hier der Weg runter? Darf ich hier einfach runterfahren oder ist es zu gefährlich? Der Kran arbeitet nämlich. Ich muss jetzt hier irgendwie runter. Ah, da hinten ist der Weg, alles klar. Erstmal hier hoch. Naja, ist ja eigentlich auch recht gut auf der Karte eingezeichnet. Das soll ich dann einfach nur machen, was? So, und... So, wir sollten jetzt aussteigen. Wir wollen nämlich nicht mit in den Wagen. Der Wagen wird genommen. Wir gucken uns das einfach mal aus der Ego-Perspektive an, wie das hier passiert. Ab in die Schrottpresse. Ach, guck mal, ein Flugzeug da hinten. Und Klappe zu, Auto tot. Und damit ist die Mission auch direkt erfüllt. $1000 für eine kleine Nebenmission bekommen, das hört man doch gerne. Und wo ich gerade das Flugzeug gesehen habe, ja, damals war schon geplant, dass man in GTA 3 fliegen kann, aber nachdem das Spiel... Ja, kurz nach dem Anschlag vom 11. September rauskam. Ich weiß es nicht, ob es bis heute ein Gerücht ist. Ich glaube aber schon, dass es stimmt. Ja, haben sie das Fliegen wieder rausgenommen, weil man nicht simulieren wollte, dass man mit einem Flugzeug in einem Videospiel in ein Hochhaus reinfliegt. Und so haben sie nur so ein ganz kleines, gestutztes Fliegerteil reingemacht, den legendären Dodo, mit dem man zwar ein bisschen fliegen konnte, aber auch nicht so wirklich. Und ja, dann kam auch erst in Vice City dann der Hubschrauber dazu und erst in San Andreas dann die Flugzeuge. Ich glaube, das war damals der Grund dafür. Bin mir nicht mehr sicher, also ich möchte mich jetzt nicht darauf festsetzen, nicht, dass ich euch jetzt Scheiß erzähle, aber ich glaube, deswegen haben sie das Fliegen noch rausgenommen. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall, achso, ich kann ja hier gar nicht parken, weil da ist ja schon ein Fahrzeug drin. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante These. Und ja, das war jetzt unser erster Einblick in GTA 3. Ihr seht, noch ganz normale Missionen, Nebenmissionen, Haufen zu tun. Wir werden hier sehr viel Spaß zusammen haben. Ich kann mal ganz kurz gucken in den Statistiken, wie viel wir bereits haben. Punktezahl Gauner, 40. Und ja, wir haben jetzt absolviert in Prozent 3. Konnte man das nicht auch noch hier irgendwie manuell steuern? Ich meine, das konnte man irgendwie, halt konnte man da nicht irgendwie was drücken, damit man das langsamer lesen konnte. Ich meine, da war irgendwas, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Egal.
Auf jeden Fall, 3% hätten wir jetzt hier in den ersten 30 Minuten geschafft. Also könnt ihr euch denken, wie lange das hier noch geht, was hier alles zu tun gibt. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich genauso auf dieses Projekt, wie wir auch Spaß bei LEGO City Undercover hatten. Es ist ein Open-World-Projekt, es gibt viel zu tun und viel zu machen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel dabei seid wie bei LEGO City Undercover. Das würde mich wahnsinnig glücklich machen. Und selbstverständlich auch würde es mich freuen, wenn ihr das Video unterstützt mit einem Daumen nach oben oder wenn ihr das Projekt vielleicht auf Facebook teilt, damit wir zusammen hier was erleben dürfen. Und selbstverständlich schreibt auch immer fleißig Kommentare über das, was hier in diesem Video immer passiert ist. Und ich hoffe, dass wir uns da auch ein bisschen unterhalten können über Sachen vielleicht, die ihr noch nicht wisst, oder über Sachen wie zum Beispiel dieses Ding mit dem Flugzeug. Ich bin sehr gespannt, hoffe, dass ihr beim zweiten Teil dann auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, haut ordentlich rein und bis zum nächsten Mal bei GTA 3.